Surla, hi Leute, da sind wir wieder. Und es geht weiter mit The Book of Unwritten Tales. Wir brauchen irgendwoher, würde ich jetzt einfach mal behaupten, einen Zettel, wo wir einfach draufschreiben können, damit wir uns die zweite Hälfte für die Karte mal selber malen können. Behaupte ich jetzt mal, vielleicht Bücherregal. Ich würde einiges dafür geben, in diesen Büchern zu lesen. Ich will ja nicht in den Büchern lesen, ich will da nur ein Blatt Papier raushauen. Kochnische, seltsam Spiegel. Der Rahmen ist massiv und mit allerlei Fratzen und Schädeln verziert. Und die Spiegelfläche fließt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Tja, es kommt vor. So, Meister Markus, das ist ja nur eine halbe Karte. Meister Markus? Hälfte? Ja. Bla bla bla. Ich habe hier einen Haufen Gold für Sie, Meister Markus. Tatsächlich? Erstaunlich. Wen hast du denn überfallen? Ich würde niemals jemanden überfallen. Echte Helden tun so etwas nicht. Und das möchtest du sein? Ein Held? Kein einfacher Job. Aber danke für das Gold. So, jetzt brauchen wir nur einen Zauberstab und eine klar, wenn du meinst. Aber hier ist, wie es aussieht, nirgends Papier. Wir brauchen Papier. Ich muss abwischen, damit wir nicht im Klo, wo wir uns draufsetzen können. Und wenn einer vorbeikommt, sagen wir, hey Bruder, hörst du mich? Ja genau, du. Papier ist alle. Kannst du mir was rüberreichen? Ja, ist ja hier eine Spielstation für WOP. Eigentlich sollte er auch... Oh, obwohl, vielleicht hinten im Serverraum... Ich brauche Papier. Hier hängt überall Papier. Ich würde mir gern was selber malen. Hallo? Geht nicht. Scheiße. Scheiße. So, ab in die Kanalisation. Na gut. Moin, King. Herr König. Kann ich dir helfen? Ich habe etwas zu essen für euch gefunden, aber momentan komme ich noch nicht so recht. Die Stadtwache hat ein Riesensandwich. Wenn ich sie bei so einem Kartenspiel besiege, bekomme ich es. Die Stadtwache hat immer eine Menge leckeres Essen dabei. Aber sie würde es nie riskieren, etwas davon zu verlieren. Sie muss sich verdammt sicher sein, dass sie dieses Spiel nicht verliert. Momentan kann sie es leider auch sein. Herr Schildwache hat viel bessere Karten als ich. Was sind das für Karten? Verschiedene Spielkarten. Alle mit einem Bild und einem Text. Die Rückseiten sind blau mit braunen Linien. Das kenne ich. Ich glaube, so etwas habe ich schon mal gesehen. Sehr gut. Lass mich darüber nachdenken. Na gut. Ja, und wo? Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan? Herr König. Kann ich dir helfen? Ich muss... Willst du einen neuen... Oh Mann. Gib mir so scheiß Spielkarten! Verdammter Rattenkönig! So, schauen wir mal. Psst! Wilbur! Psst! Hier unten! Hier unten? Du meinst hier unten? Hallo! Was gibt's? Ich habe etwas für dich. Eine Spielkarte? Ich wusste doch, dass ich so ein Ding schon mal gesehen habe. Schwamm bei uns in der Kanalisation. Ist aber trocken. Sie hat eine Schutzhülle, siehst du? Es scheint eine besondere Karte zu sein. Tante Mildred hat zumindest erzählt, der Besitzer habe sich vom Turm geworfen, nachdem sie ihm in den Abfluss gefallen war. Danke. Hoffentlich hilft sie dir. Viel Erfolg. Die zweite Hälfte. Die Kartenhälfte der Ratte. Black Locus, der schwarze Locus. Ich klebe die beiden Kartenhälften mit dem magischen Band zusammen. Es funktioniert. So. Die Superkarte kommt ins Deck. Mit der Sup...
Mit der Superkarte werde ich die Stadtwache besiegen können. Okay, dann gehen wir. Da bin ich wieder. Hallo, Herr Schildträger. Es ist Zeit, Hallo, Geiron, was willst du? Spiel zu wagen. Ich habe tatsächlich eine Karte gefunden. Schauen Sie mal. Der schwarze Lokus. Ist das eine besondere Karte? Ich frage nur wegen der Noppen und so. Die ist, sie ist beschädigt. Sie ist so gut wie neu. Nein, leider. Also leider darf grundsätzlich nicht mit beschädigten oder reparierten Karten gespielt werden. Aber ich kenne die Regeln genau. Und ich kann da keine Ausnahme machen. Du darfst die Karte nicht benutzen. Und das haben Sie sich bestimmt nicht gerade ausgedacht? Ach, was? Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Tja, dann müssen wir das Ding noch irgendwie... Ich kann jetzt jederzeit was... Hier drauf malen, was da fehlt. Vielleicht kann mir ja der Meister helfen. Meister Markus. Das ist etwas unpraktisch hier alles. Dass ich jetzt erstmal wieder suchen muss, wo ich die Karte komplett repariert bekomme, dass Meister ich auch Markus? Kann. Ja. Und die Stadtwache will meine Superkarte. Der Schildträger sagt, mit einer reparierten Karte dürfte ich nicht spielen. So? Sagt er das? Das wage ich zu bezweifeln. Was ist das? Das Regelwerk. Das sind die offiziellen Spielregeln. Und hier steht, man kann eine Karte in beliebigem Zustand verwenden, sofern mindestens 51% der Karte vorhanden sind und man die Schrift lesen kann. Das heißt? Dass die Karte völlig in Ordnung ist und das kleine Wiesel seinen Rauswurf aus der Spielervereinigung riskiert, wenn er deine Herausforderung nicht annimmt. Nimm das Buch und halte es ihm unter die Nase, Wilbur. Mit dem größten Vergnügen. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Endlich werde ich ein Sandwich kriegen. Und ich bin so hungrig. Ja, was tut man nicht alles für ein verdammtes Sandwich? So, moin, Wache hier. Hier, ich habe die Regeln. Hallo, Herr Schildträger. Die moin. Spielregeln sagen zu kaputten Karten etwas ganz anderes als Sie, Herr Schildträger. Das, kann nicht sein. Doch, hier, oh, guck. Oh, doch. Ich fordere Sie heraus und ich werde die Karte benutzen. Aber, also, auch das wird dir nichts nützen. Ich bin der Champion. Nicht mehr lange. Zeit für ein Duell. Das ist unmöglich. Das war ein Sieg, würde ich sagen. Aber ich bin der ungeschlagene Champion. Nicht mehr. Der einmal geschlagene Champion. Dürfte ich nun das Sandwich haben? Das ist unfair. Du hast geschummelt. Ich will eine Revanche. Eine Revanche? Was bekomme ich, wenn Was ich gewinne? Was bieten Sie denn als Preis, wenn ich wieder gewinne? Darf ich dann hoch in den Turm? Nein, das geht nicht. Irgendwas anderes. Was willst du denn? Ein Zauberstab? Sowas habe ich nicht. Weltfrieden? Das steht nicht in meiner Macht. Ich glaube, dann will ich doch einfach nur das Sandwich. Ach ja, dann gib mir mein Sandwich. Ich habe gemacht, dass ich ihr Sandwich bekomme, sobald ich gegen sie gewinne. Schade, ich dachte, ich habe gewonnen. Noch einen ganzen Haufen Gold. Aber ich liebe es dir nicht. Ich will eine Revanche. Ich habe fair gewonnen. Ich habe fair gewonnen. Und das werde ich auch jedem so erzählen. Das geht doch nicht. Ich bin der Champion. Mich kann niemand besiegen. Außer Wilbur. Wie wäre es damit? Sie geben mir das Sandwich und ich vergesse, dass ich sie geschlagen habe. Und ich will meine Karten zurück. Alle Karten. Auch deine. Wir haben nie gespielt. Und dafür bekomme ich das Sandwich? So ist es. Und wir sprechen nie wieder über diese Angelegenheit. Ja. Na schön. So, gib mir mein Sandwich, Loser. Wir reden nicht darüber, dass wir gewonnen haben gegen ihn, aber wir haben gegen ihn gewonnen.
So, willkommen in den Kanälen. Schau hier. Mal, Herr König. Ein Riesensandwich. Ich habe hier ein großes Sandwich für Sie. Das ist nett gemeint, Wilbur. Aber das Sandwich reicht nicht ansatzweise für uns alle. Es müsste viel, viel größer sein. Wie groß? So einen Menschenfuß lang. Aber so lang ist es doch. Oder war. Dann gehen wir nochmal hier raus. So, jetzt sind wir groß. Und hier kriegst du das Riesensandwich. Das dürfte ein Festessen für die Ratten werden. Haut rein! Na, wie sieht's aus? Wilbur, kommt das Ding von dir? Allerdings. Es hat beinahe den kleinen Tim zerquetscht. Das tut mir leid. Ach was, das ist großartig. An diesem Sandwich können wir uns alle satt essen und endlich dieses Loch verlassen. Natürlich. Das freut mich. Aber wir gehen nicht, bevor du nicht zum Diplom-Magier geworden bist. Wir werden dir helfen. Sprich mich einfach an, wenn wir dir etwas in der Kanalisation suchen sollen. Danke, das werde ich. Hier hast du meine Maske. Ich werde mich dem Krämer nicht mehr zeigen. Du kannst also behaupten, du hättest mich besiegt. Viel Glück damit. Danke. Ist aber nur seine Ersatzmaske, glaube ich. Okay, damit hätten wir das erledigt. Schrumpfen ist ein Widerwert. Hier, schau mal, was ich gefunden habe, wenn ich erledigt habe. Schauen Sie einmal, was ich hier habe. Die Maske des Königs der Diebe. Das ist ja... Unglaublich. Ich habe es doch immer gesagt. Wenn man will, dass etwas gemacht wird, dann muss man es selbst machen. Ja, genau. Ganz recht. Kann ich mir nun etwas von Ihren Sachen aussuchen? Nein. Ja, ja. Abgemacht ist abgemacht. Du kannst dir zwei Dinge aussuchen. Zwei? Wir hatten drei abgemacht. Das glaube ich nicht. Ich weiß es noch ganz genau. Du bringst mir die Maske des Königs der Diebe und kannst dir dafür zwei Dinge aussuchen. Aber nichts von den teuren Sachen. Aber... Keine Widerrede. Du hast es dir verdient, mein Junge. ich hab's mir verdient, mir nichts von den teuren Sachen auszusuchen. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Rattentöter. Was willst du? Ich möchte meine Belohnung aussuchen. Ich möchte meine Belohnung abholen. Ich bräuchte einen Zauberstab. Ich bräuchte einen Zauberstab. Haben Sie welche vorrätig? Natürlich. Ich habe die größte Auswahl an Zauberstäben weit und breit. Den Grund kennen wir. Hervorragend. Aber du weißt, Zauberstäbe müssen zum Zauberer passen. Er müsste also schon selbst vorbeikommen und die Stäbe ausprobieren. Ich bin der Zauberer. Bald. Du? Der war gut. Ich meine es ernst. Ja, ich habe keine Zeit für Kinderkram. Aber ich brauche einen Zauberstab, um in der Zaubererschule aufgenommen zu werden. Bitte, lassen Sie es mich probieren. Wenn's dann sein muss, komm her. Hier, wedel mal damit in der Luft herum. Expecto Patronum. Nichts. Probier diesen. Besteht aus 5¼ Zoll Balsaholz mit dem Rückgrat eines Wattwurms. Das klingt natürlich schon viel besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Anspielung auf Harry Potter sein soll. Das kann jetzt lange dauern. Später. Ich hab genug, mir reicht's. In dir steckt nicht ein Funken Magie und ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Aber das waren doch erst 4 Zauberstäbe. Ich habe trotzdem genug davon. Mehr habe ich auch nicht. Pech gehabt. Such dir woanders einen Stab. Danke für Ihre Hilfe. Es steckt in mir. Ich weiß es. Ich muss nur den richtigen Stab finden. Genau. Wir brauchen nur den richtigen Stab. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Rattentür. Ja, ich möchte meine Belohnung. Dann hätte ich gerne einen Ballenmagie gewirkten Stoff als Belohnung für meinen epischen Kampf gegen den König der Diebe. Ja. Naja, der Ballen ist ziemlich wertvoll. Meinen Sie, ich habe die Maske geschenkt bekommen? Ich habe mir den Ballen verdient. Na gut, hier. Ich komme noch mal wieder wegen meiner Belohnung. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder.
Wenn's sein muss. So. Okay, jetzt haben wir das. Dann gehen wir nochmal zu unserem alten Kumpel, dem König der Diebe. Weißt du, wo ich einen Zauberstab herbekommen kann? Kann ich dir helfen? Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? Ein Zauberstab. Ein Zauberstab haben Sie hier nicht zufällig, oder? Vielleicht schon. Über die Jahre sind viele Zauberer in die Kanalisation gekommen. Einige haben sie nie mehr verlassen. Würden Sie nach einem Stab für mich suchen? Klar. Falls wir etwas gefunden haben, hängen wir die weiße Fahne vor den Eingang der Kanalisation und legen den Stab dort ab. In Ordnung? Großartig, danke. Ich muss mir eine Magierrobe schneidern. Können Sie vielleicht ein Schnittmuster besorgen? Ein Schnittmuster für eine Magierrobe in Gnomgröße. Keine leichte Aufgabe. Aber im Osten der Stadt gab es früher eine große Schneiderei. Dort konnten auch junge Magiernovizen Roben bekommen. Ich schicke einige Ratten dorthin. Das wäre nett. Vielleicht lässt sich etwas finden. Nochmal etwas anderes. Machen Sie es gut, Herr König. Mach's gut, mein Freund. Nochmal was anderes. Mach's gut. Das nenne ich mal ein großes Sandwich. Der König und die anderen Ratten können sich daran richtig satt essen. Okay, das ist schön. So. Gehen wir mal hier rein, einmal wieder raus und dann hängt bestimmt eine weiße Flagge da. Jawohl. Die weiße Fahne. Der König der Diebe hat etwas für mich. Greife ins Loch. Mal sehen, da ist ein Stück Papier drin. Ein Stück der Papier. Der gute König der Diebe. Das ist ein Schnittmuster für eine Menschenkindermagierrobe. Die dürfte passen. Naja, am Bauch mache ich sie vielleicht etwas weiter. Ja, das ist ein guter Plan, so machen wir es. Dann näher wollen wir mal. Eine Robe mal. So. Tada! Und Opa sagt, Handarbeiten wäre nur was für Mädchen. Ja, da hat er recht. Oh, da hängt ja noch was. Ist da vielleicht auch ein Zauberstab? Mal sehen. Da ist etwas. Es ist lang, dünn. Das ist das Sandwich. Ein Zauberstab. Aber das alleine bringt ja noch nicht viel. Du musst ihn wedeln. Es geht. Es geht. Das ist er. Das ist mein Stab. Ja. Von wegen keine Magie in mir. Und nun ist es an der Zeit, unsere Ausbildung zu beginnen. Seid gegrüßt, Meister Markus. Ich bin soweit. Der König der Ratten hat mich gelehrt. Meister Markus? Alles gegeben, was ich brauche. Wilbur, was trägst du denn da? Schick, oder? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da steht ein kleiner Magier vor mir. Was kann ich für dich tun? Ich habe einen Zauberstab gefunden. Ich habe einen Zauberstab gefunden! Toll. Aber wie ich schon sagte, man kann nicht einfach irgendeinen Stab nehmen. Man muss... Er hat rote Funken versprüht. Tatsächlich? Ich habe noch nie gesehen. Das ist unerwartet. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Damit habe ich meine Aufnahmebedingungen erfüllt, oder? Ich habe die Robe, den Zauberstab und einen Haufen Gold. Ja. Verdammt, Arbeit. Ich muss zugeben, ich hätte nicht damit gerechnet. Gut gemacht. Ja, danke sehr. Und du bist sicher, dass du das Gold riskieren willst? Natürlich. Es ist gut angelegt. Na, wenn du meinst. Damit bist du nun offiziell mein Zauberlehrling. Der einzige und seit langer Zeit erste Schüler in Meister Markus Magischer Magierschule. Meister Markus Magischer Magierschule. Und was muss ich tun, um ein Magierdiplom zu bekommen? Du musst die drei Prüfungen bestehen. Ah. Ich hätte es wissen müssen. Natürlich drei. Was sind die drei Prüfungen? Was muss ich alles tun, um Magier zu werden? Was für Prüfungen muss ich bestehen? Nun, das ist einfach. Drei Prüfungen in beliebiger Reihenfolge, erfolgreich hier vor mir abgelegt und du erhältst dein Magierdiplom. Zum einen musst du einen magischen Trank brauen.
Kräuter, Tränke und Tinkturen sind ein wichtiger Zweig der Magie. Als nächstes musst du ein mächtiges, magisches Artefakt in deinen Besitz bringen. Es ist wichtig, kostbare magische Gegenstände zu besitzen. Es unterscheidet uns Magier vom gemeinen Volk. Und sie können sehr nützlich sein. Und selbstverständlich musst du hier zumindest einen Zauber vorführen. Ganz egal was. Vielleicht etwas mit Schafen? Das klingt nicht gerade nach einem Nachmittagsspaziergang. Das Gold gibt es nicht zurück. Ich hab dich vorher gewarnt. Ich werde es schon schaffen. Keine Sorge. Ja, ich würde aber sagen, unsere Ausbildung zum größten Magus aller Zeiten starten wir beim nächsten Mal. Und für heute machen wir Schluss, denn wir haben ja unsere Aufnahmeprüfung bestanden. Und die Ausbildung durchlaufen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Leute.